your tour, brother. Max Cavalera here, your metal brother for life. Let's go, Maradona! Un, dos, tres, cuatro, cocho! Alter, so Angst, dass die Trainer mich schnappen. Das ist eine Blutfehle. Das ist so heißen Kohlen gebaut, das Haus. Wenn die mich hier angreifen, im Innern, in der Burg, schon in der Werkstatt. Was denkst du denn? Hat sich jemand für mich angefertigt? Hat er mir gebaut. Das ist mit Taubenkot hier vernietet. Das ist, wenn ihr seht, wenn ihr damit im Bauch, hier sind Keime von so, weil die Tauben fangen sich ja nur außen hoch. Im Stacheldraht. Jetzt sammeln die mal raus. Aber im Notfall wird mir das Leben retten. Halt mal ruhig. Zellenkontrolle. Edgar. Herr Gotthard. Meldung. Ja. Name. Gotthard. Nummer. 22836. Putzen. Freigang um 3. Komm mal. Mach. Der fing ja schon damals an. Ich hatte doch immer mit dem Chapter aus Fuji. Hatte gerne diese T-Shirts gedruckt, die Kuppen mit dem Vulkan drauf. Und da jagte ja damals schon. Hatte mir der Paco, der Rocco, Paco sein Bruder, da hatte mit Giacomo, der die ganzen Sachen frisiert, wissen wir, der Barbier von Sevilla, ein Halbspanier, der frisiert ja nicht nur den obersten von der Gambetta, also vom Diabolo MC, sondern der frisiert auch deren Maschinen. Ich war mit Zebra noch, als ich ihn kennengelernt hatte, hat mir noch diese Tour durch Australien gemacht. Und genau zu der Zeit war Diego, der Fußballspieler, hoch. Madonna. Ja, sagt er überhaupt nicht. Nicht hier in der Zelle. Maradona. Maradona. Der war hoch mit seiner Maschine und damals hatten wir ja, das war damals noch, haben wir ja bei G. Romeo, hatten wir die erste Chatrooms benutzt in so einer schwulen Community, weil man da besser die ganzen illegalen Sachen posten konnte, weil an mir selbst vorbeigestellt hat. Und Diego Maradona muss auch in so einem Chatroulette gewesen sein von G. Romeo. Und dann hat er gesehen, dass wir genau am Straßenschild drei Städte weiter von wo er gewesen war. Eine Maschine, das war ja zehnmal seine Maschine, die Safari, den Safari-Look. Du weißt ja, mit dem Sitzkissen und hinten diesen Alu, wo man halt lag. Da hatten wir nur Zigarren mit und Gin Tonic. Schon gemischt in so Thermosflaschen. Da hat er uns ausfindig gemacht und ist mit seiner damaligen Freundin, einer Prostituierten aus Puerto Rico, hingekommen und hat sich vor uns niedergekriegt. Glaubst du nicht? Weil Zebra, er dachte, Zebra konnte ja gehen. Ich spreche Italienisch ein bisschen, ein paar Brocken und Poco. Jedenfalls hatte ich mit Diego, der spricht ja nun auch fließend neben Argentinisch, Spanisch und den ganzen anderen. Der kann ja sogar mit den Aborigines, konnte der kommunizieren, nur über Bewegung vom Fußball, über Körpersprache. Da war die Heike viel gelernt. Und der hatte dann damals, hatten wir, sind über einen Wiesel gefahren, einen australischen Wildwiesel. Und da hatte Zebra Mango stehen, der ist Veganer, da habe ich dir schon mal erzählt. Der hat den trotzdem enthäutet, um den noch zu ehren, war ein Unfall, hatte der. Fuchsschwanz, auch im Deutschen, bei der Hovelgang zum Beispiel, hat er den Zebra an seinem Motorrad gemacht. Und dann hat der gedacht, das ist mein Motorrad. Da hat er mit
mir Nummern ausgetauscht. Und als ich den Evita-Deal hatte mit dem Chapter aus Argentinien, haben wir uns in Buenos Aires getroffen, bei dem auf seinem Anwesen, Grundstück. Und damals war total in Mode, so flambiert argentinische Drink, haben die flambiert. Und ich habe Angst am Feuer, wegen der Hölle. Und ich hab das zur Ruhe gegessen. Und das war mit 100% Alkohol. Da war ich total in der Welt. Hab das Ruhe gegessen. Als die aus dem Zimmer raus war, kam er zurück und meinte, wo ist denn das halbe Schwein? Wo ist denn das Rind? Hat gesagt, ich hab gegessen, ich hab umgelegt und gegessen. Da hat er sich schon wieder voll abgelehnt. Hat gesagt, du Gotthard, comprende, un amigo, radicalo. Und ich sag dir, die haben es. Die zum Beispiel machen, die fahren ja mit einer Aprilia, fahren die einen Vesuv hoch mit den Augen davon. Oberkörperfrei fahren die hoch, dann machen die, bekreuzigen sich und springen mit den Aprilia-Maschinen in den Vesuv. Und dann fallen die runter und durch die Getriebe und durch den Luftdruck gibt es so eine Staureaktion und dann bläst der Vesuvio Staubwolken aus und katapultiert die jungen Fahrer plus ihrem Gefährt hoch. Und dann werden die von dem Vesuvio wieder ausgespuckt. Man fährt völlig Staub übersudelt durch, wieder runter vom Berg, vom Vesuv. Und da gibt es ja die Geschichte, und die habe ich auch Diego erzählt, die alle bloß, dass das auferstandene Kämpfer aus Pompeji sind. Und damit finanzieren die sich ja, die haben eine Pizzeria, wo dieser Mythos erzählt wird, ihren Namen von so einem Sänger. Luigi Tango singt jeden Abend die Geschichte. Und da wird immer, eine Pizza isst man, kauft man, und man muss noch eine kaufen, als Opfer für die Pompeji-Reiter. Und so machen die die machen so viel Geld. Das habe ich auch Diego erzählt und ich glaube jetzt, hat der ein Testament geschrieben, weil er ist ja dahin, der ist ja gestorben. Und der hat, da bin ich mir sicher, seinen Bediensteten, einem Transvestiten, hatte er einen Schlüssel vermacht, das hat er mir erzählt, für einen Berg in der Schweiz, wo 1000 Tonnen Kokain gelagert sind und hat auch geschrieben, mit wem er alles zu tun hatte. Ich glaube, wenn die Jungs vom Diablo MC diese Sache in die Hände gespielt bekommen, dann bin ich kopfüber an einer Hängeleiter, werden die mich im Besuch versinken. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal erwischen lassen bei so einer kleinen Sache. In meiner Fahrkartenkontrolle habe ich einen Samurai-Schwert rausgeholt und habe asiatische Zeichen in die Fensterscheiben von der Tram geritzt. Jetzt haben die mich wegen versuchten terroristischen Akt hier eingesperrt in Stammheim. Die Kassel Stuttgart. Ich wollte einmal ins Mercedes-Museum gehen. Und dann kam, da habe ich gehört, da habe ich gelesen von dem Tod von Maradona. Man musste reagieren, mir fiel nichts Besseres ein. Durch Maradona habe ich ja auch Metal entdeckt. Vor allem südamerikanischen. Sepultura zum Beispiel. Das Logo haben wir überall rangezimmert. Mit Sprühdosen. Das muss ich entsorgen. Das hat mir ein Bertha gegeben. Ich sag dir, das ist doch kein Zufall. Das ist ein wahrer Gott. Musst du das entlernen.
Maradona, the world knows. The world never forget. Then is Diego the guy. And that one I miss. Made in Italy? Das ist. Die haben den. Ich muss den Wärter rufen. Arizona giving you big shout out. I hope you have making good time coming back home. Spend a little time for graffiti Maradona around your city. Vandalism! Yes, brother, I love Maradona too. I'm a big fan of Pelé, of course, but Maradona is also very, very badass. Let's go, Gotar! Let's go! Roots! Bloody roots! Roots! Bloody roots! Roots! Bloody roots! Roots! Bloody roots! I believe in my faith! We don't need your faith! That's how we wanna be. Watch us freak. Chicota and Maradona. Yeah. I hope I'll see you on tour, brother. Max Cavalera here, your metal brother for life. Let's go, Maradona. 1, 2, 3, 4. Gotar.